Biogemüse zum selber anbauen. Zwei Jungunternehmer hatten sichere Jobs. Jetzt vermieten sie Ackerflächen. Wieder zurück ins Angestellten-Dasein. Dafür ist das einfach zu geil im Moment. Ich bin mal gespannt, wenn es besser wird. Axel, hm, ist auch ganz nass. Das ist ein Geschäftstermin. Da schickt man ja keinen Hund raus. Er ist ja wahrscheinlich auch nur kurz. Ne? Das wird gleich wieder besser werden. Es wird heute um Verträge gehen, um Flurstücke und um die Zukunft eines Start-up-Unternehmens. Tobias Paulert will Bauer Theo Schürmann von einer Idee überzeugen. Denn er will ein Stück von seinem Land. Es geht darum, auf Theos Farm Platz zu finden. Platz für bis zu 300 Städter, die auf 40 Quadratmetern und für 248 Euro pro Saison zum Kleinbauern werden sollen. Selbstversorger im 21. Jahrhundert. Dieser halbe Hektar wäre im Prinzip verfügbar. Und Theo wäre der perfekte Partner. Er ist Biobauer der ersten Stunde, seit rund 30 Jahren. Hier wären dann viele kleine Parzellen. Ja, dann machen wir einfach hier eins, zwei, hier so eine kleine Absperrung hin. Ja. Und dann kann es ja da losgehen. Karnickel, gibt es da ein Thema? Oder ist ein groß, Thema hier. Stark oder? Oh. Ja, also hier oben weiß ich jetzt. Hier oben haben wir keine, unten haben wir mal. Gemüse ohne Netz, da war alles weg. Ja, naja, gut. Die Anlage des Ackers, die Erstbepflanzung, die Versorgung mit Wasser, all das müsste Theo übernehmen. Noch ist er nicht überzeugt. Vertragsverhandlungen im Chefbüro. Aber auf eine Invasion der Hobbybauern auf seinem Hof hat Theo eigentlich keine Lust. Ja, wenn wir denen sagen, pass mal auf, wenn der Theo genervt ist, dann gibt es das demnächst nicht mehr. Dann werden die sich da schon dran halten, dass sie nicht bei dir schelden nach den Gemüsefragen. Wir benutzen ja ganz viele Möglichkeiten dann einfach auch. Außerdem habe ich da nie viel Ahnung, muss ich zugeben. Also ich bin Ackerbauer. Das war nicht in meine Wiege. Der hat aussäen und auspflanzen, ging ja noch. Dann kam ich 4 Wochen nicht dazu. Oh, guck's mal, war das Gemüse macht. Oh, wo war das denn? Die Möhren? Und da habe ich das dran gegeben. Und wie läuft das? Ich habe nicht geguckt. Steht einfach im Netz? Ihr steht dann im Netz und da sucht ihr? Oder wie geht das? Oder? Naja, also wenn wir dann gleich auch vertragseinig werden sollten, was mich natürlich freuen würde, dann werden wir heute live gehen. Das heißt, wir werden heute im Büro dann die Webseite schalten, sodass die ersten Kunden auch schon heute theoretisch kaufen könnten. Und dann starten wir erst mit Social. Ja, im Web steht dann drin, hier bei den Bauern. Genau, Biobauern Theo Schürmann könnte in Recklinghausen dann. Genau, ganz genau. Ja, ich glaube, dann mache ich das einfach, ne? Das würde uns freuen. Ne? Dann unterschreibe ich deine Version schon mal. 21.02. Den Abschluss in der Tasche. Im Ackerhelden Hauptquartier. Also wenn ich immer ein Huhn werden sollte beim nächsten Leben, dann möchte ich beim Theo auf dem Hof wieder ein Huhn werden. Tobias Paulert erstattet seinem Partner Birger Brock Bericht. Acker Nummer 10 bringt sie wieder einen Schritt weiter in Richtung Gewinnzone. Die beiden sind Jugendfreunde, haben sogar schon den Schulgarten beackert. Ja, habt ihr da irgendwie abends beim Bier oft drüber geredet und fabuliert und wir müssten doch mal oder wie war das so? Wie habt ihr das so entwickelt? Ja gut, also grundsätzlich, wir waren ja erstmal in festen Jobs drin und waren mit den Jobs an sich auch erstmal sehr zufrieden. Natürlich hatten wir schon während der Schulzeit immer mal gesagt, vielleicht machen wir uns immer mal selbstständig mit irgendeiner Sache. Das ist aber mal so im Hintergrund gewesen. Ne? Die Sache entstanden ist dann immer mal bei mir auf der Dachterrasse, als wir abends da saßen und wir über Gemüse und Essen nachgedacht haben und vor allem nachgedacht haben, wo das Essen herkommt. Aber da sagen doch bestimmt viele Menschen, seid ihr wahnsinnig, ihr habt einen festen Job, die Rente naht irgendwann und dann so in dieses Risiko zu gehen? Ja, also vielleicht das Spannende an der ganzen Geschichte ist, Herr Birger war bei den Stadtwerken. Ich war 21 Jahre beim selben Unternehmen tätig, also während der Schulzeit und dann während des Studiums und danach voll eingestiegen. Da sagt natürlich, wenn dann jemand hört, wir machen Landwirtschaft, sind die schon sehr stark irritiert. Das ist völlig richtig. Ja. Das haben wir anfangs auch die ersten Wochen und Monate erlebt. Und nicht nur das, sondern generell, ihr macht euch selbstständig. Bei mir eben Stadtwerke, öffentliches Unternehmen, unbefristeter Vertrag. Da kann man bleiben, bis man 67 ist. Da gab es jede Menge Kopfschütteln. Das war definitiv so. Aber wir haben es noch keinen Moment bereut bisher.
Aber jetzt muss es auch funktionieren. Am Abend noch Fotoshooting, Freunde als Models, Werbung für die Ackerhelden. Tobias und Birger haben gelernt, wie Marketing funktioniert. Aber jetzt geht alles auf eigene Rechnung, auf eigenes Risiko. Und bei Birger gilt das auch für Frau und Kind. Bisher haben die Jungunternehmer hier nur Geld reingesteckt, so ziemlich ihr ganzes Erspartes. Dass die beiden dann jetzt mal noch mal ganz was anderes machen wollten, wie war das denn für Sie? Im ersten Moment war es natürlich aufregend, aber da ich die Idee von Anfang an gut fand, habe ich gedacht, das machen wir jetzt und versuchen es einfach. Und so Sicherheitsgedanken, ich meine so mit Familie und allem, dann geht mir auch nicht so ganz leicht drüber hinweg, einen festen Job zu kündigen wahrscheinlich. Nee, im ersten Moment nicht. Aber ja, wir mussten das Risiko eingehen. Eins ist aber klar, in den nächsten Monaten muss sich das Marketing auszahlen, sonst ist die Existenz gefährdet. Der Druck ist groß. Aufgabe heute, jedes Feld braucht ein Gerätehäuschen. Eigentlich will Tobias nur schnell was abholen. Guten Morgen. Paul hat von den Ackerhelden, ich hatte den Transporter reservieren lassen, hatte vorhin schon mal angerufen. Da sollten zwei Gartenhäuser, Steine und Sand drauf beladen sein. Ist jetzt noch nicht passiert, habe ich gerade gesehen, aber die Sachen müssen halt schnell mit uns mit. Nur noch zwei Tage bis zur Übergabe der Ackerflächen an die Kunden. Die Zeit läuft. Wie groß ist der Nervfaktor, wenn der Zeitplan hier jetzt gerade so ein bisschen aus dem Ruder läuft? Ja, letztendlich mieten wir hier das Fahrzeug und der Zeitplan ist dementsprechend sehr stark ausschlagkräftig für das, was wir nachher für den Wagen bezahlen. Also das spielt sicherlich die größte Rolle. Aber wir haben auch zwei Studierende, die uns die Häuser aufbauen. Die sind gerade noch in Dorsten, sind auf dem Weg nach Düsseldorf. Und vorher muss ich natürlich das Haus hingebracht haben und das Fundament, damit das Haus dort aufgebaut werden kann. Das war der Plan. Die harte Wirklichkeit des Baumarktes sieht anders aus. Es läuft überhaupt nichts. Wird ein bisschen dauern jetzt noch. Weil es hat keinen Mitarbeiter da, der irgendwas bringt. Aber er ist unterwegs. Hoffentlich. Hoffentlich. Und der Wagen ist nicht vollgetankt. Ist auch super. Mittlerweile hat Tobias schon über eine Stunde Zeit verloren. Ich muss mich natürlich auch gerade anstrengen, um mich tiefer zu entspannen, keine Frage. Der Sand fehlt noch. Der Sand gehört dazu, ja, sonst kann ich kein Fundament machen. Ist ja offensichtlich, dass er doch ein leichtes Schräglage hat. Und so passiert dann auch, was nicht passieren durfte. Der Wagen ist komplett überladen. Sie müssen es verstehen. Ich habe Montag angerufen nochmal. Ja, schon für klar. Heute alles bestellt. Setzen Sie den Wagen mal zurück. Ein Stück zurücksetzen, okay. Ja, wir verlieren natürlich total viel Zeit bei der ganzen Geschichte. Und wenn ich das Ganze nicht dreimal angekündigt hätte, telefonisch und auch persönlich am vergangenen Montag, dann wäre meine Enttäuschung auch jetzt nicht ganz so groß. So bleibt es heute bei einem Gartenhäuschen für die Düsseldorfer Ackerfläche. Immerhin, die Aufbauhelfer sind pünktlich. Trotzdem, hier lädt der Chef auch noch selber ab. Tobias ist seit Tagen im Dauerstress, denn Ackerhelden gibt es mittlerweile über ganz Deutschland verteilt. Jeder Tag sah ganz anders aus und fand in einer anderen Stadt statt. Also, ich war in Wolfsburg, Braunschweig, Berlin, Solingen, Recklinghausen. Ja, und jetzt heute hier in Meerbusch. Gleich geht's nochmal zurück nach Solingen. Absolute Hochphase, was den Stress angeht für euch zurzeit? Ja, oder? Ganz genau. Also die ersten Anlagen werden am Freitag an den Start gehen können. Und das ist natürlich für uns nochmal in der Anlagenvorbereitung einiges zu tun, dass das klappt. Wir sind immer so ein bisschen abhängig davon, die Saat und die Jungpflanzen vom Wetter her gut auszubringen. Wenn der Boden zu feucht ist, kann die Saat halt nicht rein. Dann verzögert sich es immer ein paar Tage. Aber wir sind dabei, viele Anlagen an den Start bringen zu können jetzt übermorgen. Und bis dahin muss das Haus hier noch stehen, ne? Die Ackerhelden haben immer noch keinen einzigen Cent verdient. Aber das stand auch so im Businessplan. Gewinn soll die nächste Saison bringen. Noch ist also nicht sicher, ob der Traum funktioniert oder platzt.
Die Nervosität verschwindet wahrscheinlich nie so ganz, nehme ich an, als Selbstständiger. Aber im Moment auf jeden Fall noch nicht, weil wir dafür noch nicht weit genug sind. Trotzdem irgendwie manchmal das Gefühl, es wird auch jetzt mir auch einfacher machen können. Weiter angestellt bleiben, nicht den Stress irgendwie. Nee, kein einziges Mal. Selbst in den dunkelsten Träumen sozusagen habe ich nie gedacht, wieder zurück ins Angestellten-Dasein. Dafür ist das einfach zu geil im Moment. Aber der Druck wird so schnell nicht nachlassen. Für die nächste Saison sind sie zum Wachstum verdammt. Das Geschäft müssen sie nahezu verdoppeln. Und die beiden sind immer noch mehr oder weniger auf sich allein gestellt. Wie hat sich denn eigentlich so euer Zweierteam entwickelt, so in den letzten Wochen und Monaten? Gut, also wir kennen uns ja schon im Grunde ewig, ne, seit der Schulzeit und haben schon einiges miteinander erlebt. Von daher haben wir hier auch alles gut verpackt. Aber selbst unter Freunden ist es ja durchaus ein Experiment, so ein Ding zusammen aufzuziehen, den Stress zu haben, sich vielleicht nicht immer einig zu sein. Wie funktioniert ihr da zusammen? Also es klappt an sich ganz gut. Ich denke, was ganz wichtig ist, wir ergänzen uns viel gegenseitig und es kommt halt immer ein gutes Produkt nachher dabei raus. Letztendlich diese Dinge, das Berufliche vom Freundschaftlichen auch zu trennen, das war uns am Anfang ganz, ganz wichtig und haben vorne auch alles festgelegt und besprochen. Also ein bisschen theoretisch, wenn einer stirbt, ist alles geregelt. Ja. Blühende Landschaften im Ruhrgebiet. Der Acker auf Theos Farm ist komplett vermietet. Viele neue kleine Gemüsebauern, viele neue kleine Ackerhelden. Hier zumindest geht die Idee auf, Gemüseanbau als Lebensgefühl. Mir bringt das halt viel mehr als jetzt nur Ernte. Für mich ist das Entspannung und man setzt seine Arbeit oder ist auch sinnvoll. Ne? Man hat das Gefühl, man geht einer guten Tätigkeit so nach. Und man weiß es halt auch irgendwie anders nochmal zu schätzen. Irgendwie so das, was man sonst so kauft, wenn man sich das so selbst erarbeitet, ist schon was anderes. So hat Tobias sich das vorgestellt. Nächstes Jahr wollen sie die Fläche auch hier verdoppeln. Und Theo ist auch zufrieden mit seinen neuen Kollegen auf dem Feld. Theo, grüß dich. Tobias, Mensch, hallo. Alles klar? Ja. Sieht da gut aus, oder? Ja, gut gewachsen. Ich bin ganz begeistert. Mangold strahlt bis hier hinten in dem schönen Grün. Rotkohl ist auch ganz toll. Prima Aktion. Ich treffe ja öfter welche, wenn ich hier am Acker bin. Ja. Letztens war ich auch einmal mal skeptisch, da dachte ich, was macht der denn da? Hat er so eine Handspritze in der Hand gehabt, ne? Oh Gott. Unterm Blatt gespritzt. Ich denke, muss ja doch mal gucken als Biobauer. Ja. Bin ich aber nur hingefahren, geguckt und dann sagt er, hätte er von euch den Tipp gekriegt, irgendwie ein Knoblauchzeugpräparat gegen eine Pilze irgendwas zu spritzen. Genau, gegen Mehltau. Alles gut, gegen aber. Gegen Mehltau alles gut und alles Bio, ganz genau. Ja, um Gottes Willen. Gott, ne? Aber gut, dass du geguckt hast, das ist ja wichtig, ne? Sonst bleibt es ja nicht einwandfrei. Man weiß ja nicht, was da so passiert. Strenge Bio-Richtlinien sind auch Teil des Geschäftsmodells. Auch nach über einem Jahr geht es Tobias nicht nur ums Geld verdienen. Die Zucchinis habt ihr schon gehabt. Die Kürbisse sind und das, was so richtig glücklich macht, sind dann die Menschen, wenn die zufrieden sind. Das ist ja unser Ziel gewesen. Die Menschen wieder näher an das heranzuführen, was sie alltäglich essen. Und wenn es dann so funktioniert und so aussieht wie hier in der Üppigkeit, dann ist es toll. Das Start-up Ackerhelden hat den Start geschafft. Tobias und Birger sind sicher, dass ihre Idee auch auf Dauer funktionieren wird.